kauft Dreck. Das scheint das Motto derzeit an der Wall Street zu sein. Und so erleben wir eine Junk Rally, die sich gewaschen hat und die, naja, darauf hindeutet, dass wir hier natürlich einen spekulativen Überschwang haben und dieser spekulative Überschwang nicht mehr lange gut gehen wird, wir dann irgendwann mal einen saftigen Rücksetzer sehen, weil diejenigen, die glauben, dass Börse nur Einbahnstraße ist, sich mal zwischenzeitlich zumindest die Finger verbrennen werden. Aber schauen wir uns mal an, was ich damit meine, was hier wirklich der Fall ist derzeit an der Wall Street. Wir sehen zum Beispiel, dass die Daytrader jetzt immer mehr das Geschehen an den Märkten dominieren. Um und bei ein Fünftel des gesamten Handelsvolumens an der Wall Street am Montag war ausgelöst durch Penny Stocks, also durch Aktien, die praktisch unter einem Dollar kosten, also Junk sind, Dreck sind. Es gibt Gründe, warum diese Aktien auch nominal so billig sind, weil sie entweder gar kein Geschäftsmodell haben oder gar kein Geschäft haben oder keine Earnings haben, keine Gewinne erzielen, was auch immer. Aber wir sehen, wie diese Manie derzeit zunimmt. Die Amerikaner zocken, die sagen sich, ja, wir werden den Stimulus-Check richtig schön investieren. Das hat ja im ersten Lockdown geklappt, damals in der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Da haben ja die Robin Hood da richtig zugeschlagen und sie hatten recht damit. Aber die Frage ist, wenn sie jetzt nochmal zuschlagen und das Ding nochmal spielen, ob da nicht die einen oder anderen Dickfische den Braten riechen und hier mal ein bisschen Luft aus der ganzen Geschichte lassen, um sich diese Gelder direkt mal einzuverleiben. Schauen wir uns mal an, diese Grafik, die eigentlich alles zum Ausdruck bringt. Fakt ist, je günstiger nominal eine Aktie ist, also je weniger sie kostet, umso besser läuft sie. Aktien, die weniger als 2 Dollar kosten, sind bislang im Januar 12,73% durchschnittlich gestiegen. Aktien, die weniger als 5 Dollar kosten, immerhin noch 9,8%. Und so geht es weiter runter. Aktien, die mehr als 100 Dollar kosten, sind am wenigsten stark gestiegen. Also es ist derzeit einfach nur eine Frage, wie viel eine Aktie nominal kostet, die über ihre Performance entscheidet. Da hat eine fundamentale Gesichtsbetrachtung überhaupt nichts zu suchen. Das ist rein sozusagen ein gewisses Zahlenspiel und das zeigt, wie absurd die Entwicklung ist. Inzwischen geworden ist, dass da praktisch diese Dinge mehr mit dem Lotto zu tun haben oder eher mit Roulette zu tun haben, keine Ahnung, aber mit Finanzmärkten, wie wir sie kennen, ist das nicht mehr vereinbar. Sichtbar gestern zum Beispiel an dem Kurs von SGL Signal, da gab es ja diesen Tweet von Elon Musk, use Signal, damit meint er einen Messenger-Dienst, der sehr gut verschlüsselt ist, den man nicht knacken kann, weil die Daten nicht in einer Cloud liegen. Daraufhin ist diese Aktie massiv gestiegen. Eine Firma mit einem einzigen Mitarbeiter, eine Marktkapitalisierung von fast 500 Millionen Dollar, zwischenzeitlich mehr als 1000% an einem Tag gemacht, davor schon extrem gelaufen. Gestern dann 70% gefallen, aber immer noch sehr, sehr viel wert angesichts der Tatsache, dass da kein Geschäft läuft. Also das bringt so ein bisschen die Idiotie vielleicht am besten auf den Punkt. Und die großen Opfer dieser Idiotie, das sind diejenigen Aktien, die vorher sehr, sehr gut gelaufen ist. Die FANG-Aktien, die ja das Jahr 2020 bestimmt haben mit ihrer Performance. Was wir jetzt sehen, ist im Grunde die Rückkehr der Marktbreite. Das heißt, es steigen proportional eigentlich mehr Aktien als fallen. Selbst wenn der S&P negativ ist, haben wir das gestern gesehen, dass also die Marktbreite eigentlich in Ordnung ist, aber dennoch die Indizes teilweise nicht so gut laufen, weil eben die Schwergewichte wie die FANG-Aktien nicht gut laufen. Hier sehen wir, da sind wir jetzt auf dem tiefsten Stand seit Anfang November, also zu dem Zeitpunkt, als die Impfstoffmeldung kam. Und wir sehen das hier auch nochmal im Russell 1000 Growth in Relation zu Value. Da sind wir jetzt praktisch an einem kritischen Punkt, so eine Art Schulterkopf-Schulterformation. Auch gestern wieder zum Beispiel hier Information Technology minus 0,4%, dagegen Finanzwerte plus 1,1% und vor allem Energy plus 3,6%. Das ist jetzt sozusagen der heiße Scheiß. Materials, Industrials, also die Dinge, die von dem Glauben leben, dass dann die Corona-Geschichte bald vergessen ist und dann eine Wahnsinnserholung eintritt, die laufen derzeit am besten. Wenn wir uns mal hier anschauen, wie die Large Caps in Relation zu den Small Caps gelaufen sind, also die großen Firmen, die Aktien der großen Firmen in Relation zu den kleinen Firmen und deren Aktien, dann sehen wir, da ist ganz klar eine Underperformance der Großen der Fall. Wir haben gestern wieder den Russell 2000 deutlich im Plus gesehen. Der ist, glaube ich, jetzt schon so jenseits aller kritischen Bewertungsmaßstäbe, dass das mit Zahlen gar nicht mehr zu erfassen ist. Also hier die größte Blase ist im Russell 2000, aber
Die kann noch größer werden, das ist ja das Ding an den Märkten. Wir sehen jetzt mal hier zum Beispiel einen Chart von Jeff Kundlach, der gestern wieder diesen Podcast gemacht hat, wie immer sehr interessant. Nasdaq 100 relativ zum S&P 500 und da sind wir ja über den Hochpunkt der Dotcom-Blase hinausgegangen und sind jetzt, wie Jeff Kundlach sagt, wenn wir da drunter fallen unter dieses Hoch, dann wird es bitter für eben diese Nasdaq 100 Superstars des Jahres 2020. Also das wird eine interessante Geschichte zu beobachten sein. Es ist übrigens nicht so, wie viele sagen, dass hier natürlich die Geschäftsmodelle besser sind. Überwiegend stimmt das, aber wir sehen, dass am besten diejenigen Tech-Firmen laufen, die Verluste machen. Also das ist dann doch eine gewisse Reminiszenz an das Jahr 1999. Und wir sehen eben jetzt diese Commodities, ich hatte es gestern thematisiert, da sind wir aus einem längerfristigen Abwärtstrend rausgebrochen. Gestern zum Beispiel Mais, Weizen 5% in Chicago zugelegt. Die Chinesen, wie mir ein Freund mitteilte, mussten schon hier Dinge auf den Markt schmeißen, um den Preis zu drücken. Dass die Rohstoffpreise steigen, liegt weniger jetzt eigentlich an der gestiegenen Nachfrage, sondern daran, dass die Beschränkungen immer stärker werden. Russland zum Beispiel hat klare Exportbeschränkungen für Weizen etc. Also das ist eine Verknappung, die gewollt ist von den Staaten. Das ist so eine Art America First jetzt auf dem Rohstoffsektor in den verschiedenen Ländern, eben in den Ländern, die die Rohstoffe haben. Und wenn wir jetzt zu einem anderen Markt kommen hier, das ist die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe aus den USA. Gestern ja gestiegen über 1,18%, dann deutlich gefallen, nachdem eine sehr starke 10-jährige Auktion stattgefunden hat, also die Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe mit großer, großer Nachfrage. Und da sind manche auf dem falschen Fuß erwischt worden, sodass die Rendite runterkam. Das hat wiederum dann den Dollar geschwächt. Das hat ja dann auch Kettenwirkungen, der Dollar orientiert sich schon ein Stück weit, oder Dollar und Rendite der 10-Jährigen sind durchaus in einer gewissen Weise gekoppelt. Wir sehen also, da haben wir jetzt mal einen Rückschlag gelegt nach dieser massiven Rallye dieser Anleihen. Heute eine 30-jährige Emission durch die Amerikaner, das wird interessant zu beobachten sein. Und insgesamt gilt ja, je höher die Renditen sind, umso teurer wird natürlich dann die Schuldenaufnahme der USA. Und die Schulden, die explodieren derzeit bei den Amerikanern, weil eben diese Schulden so immens stark aufgenommen wurden. Kommen wir zur Politik, kommen wir damit zu einem Faktor, der die Märkte jetzt vielleicht nochmal nervös machen könnte in den nächsten Tagen, Wochen. YouTube hat jetzt gesagt, wir erlauben keine neuen Uploads von Trump-Videos für mindestens 7 Tage, wenn nicht für länger. Also die ganze Geschichte um Donald Trump geht weiter und auch innerhalb der Republikaner wächst der Gegenwind. Man weigert sich seitens der Republikaner, den Leuten, den republikanischen Abgeordneten, zu empfehlen, einem Impeachment, einer Amtsenthebung Trumps nicht zuzustimmen. Und entscheidend ist jetzt wohl, was Mitch McConnell macht, der ehemalige, muss man ja sagen, Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, und der scheint dazu zu tendieren, sein Ja zu geben für ein Impeachment, für eine Amtsenthebung. Warum spielt das eine Rolle? Es spielt eigentlich nur eine Rolle, weil Trump dann praktisch keine offiziellen Ämter mehr ergreifen könnte. Und man sagt, der ist natürlich richtig sauer. Mitch McConnell sagt, Trump haben wir es zu verdanken, dass wir Georgia dann noch verloren haben. Das wäre sonst nicht passiert. Und insgesamt sagen politische Beobachter wie Eamon Javers und Manu Raju, die hier diese Dinge beobachten und mit den Leuten direkt sprechen, mit den Abgeordneten direkt sprechen, der sagt, wenn Mitch McConnell zustimmt diesem Amtsenthebungsverfahren, dann dürfte das auch im Senat durchkommen. Und das würde natürlich dann die Spaltung in den USA wahrscheinlich noch verstärken. Wir haben dann ja eine faktische Dreifachspaltung. Wir haben einmal die Demokraten, wir haben einmal die Republikaner und wir haben auf der anderen Seite die Trump-loyalen Republikaner. Die werden sich jetzt bekriegen, die Republikaner und die Trump-loyalen, was faktisch dazu führt, dass wir eine Dreispaltung haben und möglicherweise jetzt Koalitionen sehen zwischen den Republikanern und den Nicht-Trump-loyalen oder den nicht-Trump-loyalen Republikanern und den US-Demokraten. Genau das versucht jetzt schon Joe Biden zu initiieren mit diesem Covid-19 Relief Package, also diesem Stimulus Package, was dann kommen soll. Und wir haben jetzt, um nochmal zu Corona zu kommen, neuen Rekord, was die Todeszahlen in den USA betrifft, über 4000. Vielleicht auch ein Risiko für die Märkte perspektivisch, dass Joe Biden sagt, Leute, wir müssen jetzt mehr Lockdown machen. Das, was in Europa ja schon der Fall ist. Belgien hat jetzt gesagt, wir werden bis mindestens 1. März den Lockdown verlängern, und in Deutschland hat gestern ja
wie die großartige Bild-Zeitung berichtet hat, oder ist die Tendenz, diesen Lockdown weiter zu verlängern? Wir stehen 8 bis 10 harte Wochen, hat Merkel gestern gesagt, heute Morgen Spahn, der gesagt hat, es wird nicht möglich sein, die Restriktionen, die Beschränkungen aufzuheben oder deutlich zu lockern im Februar. Nochmal zurück zu meinem Video gestern. Demografie ja ein entscheidender Faktor. Ab dem Jahr 2025 wird die Bevölkerungszahl Deutschlands deutlich und kontinuierlich nach unten gehen. Wir sehen aber auch oben hier in den USA ist die Bevölkerungszahl nicht gerade jetzt weiter steigend, sondern die Anzahl derjenigen, die im arbeitsfähigen Alter sind, die schrumpft auch in den USA. In Deutschland schrumpft sie umso mehr. Wir dürften in den nächsten 30 Jahren etwa 10 Millionen Werktätige, wenn man so will, verlieren. All das hat Konsequenzen für die Wirtschaft, hat Konsequenzen für die Produktivität, hat Konsequenzen für unsere Rentensysteme. Und das, was derzeit passiert mit diesem Corona-Paket in der EU, ist faktisch wahrscheinlich dazu da, dass die Rentensysteme zu retten, die ansonsten nicht mehr zu retten sind, und ein bisschen Ökosozialismus durchzusetzen, wie es scheint. Das ist der große Trend, der uns jetzt bevorsteht. Und dazu sagt natürlich auch Marcel Lefrancher, der Gott der Ökonomen, künftige Generationen dürften wohl eine intakte Umwelt, Sicherheit und gute Arbeitsplätze sehr viel wichtiger sein, als ob sie nun 0,3% des BIP wie in 2019 oder 0,6% als Zinsen für die Schulden zahlen. Ja, Marcel, da hast du natürlich wie immer fast recht. Bei Marcel Fratscher ist es ja so, dass er nie wirklich ganz völlig etwas Falsches sagt. Aber es stimmt irgendwie auch nie. Das muss man sagen. Es ist nicht das Problem der Generation 0,3 oder 0,6% an Zinsen zu zahlen, sondern es ist das Problem, dass die überhaupt keine Luft mehr zum Atmen haben werden aufgrund der Schulden, die derzeit explodieren. Und diese Schuldentilgung wird eben das Kapital binden und wird zukünftiges Wachstum maßgeblich erschweren. Das ist doch das große Thema. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch. Servus.